Du bist echt ein absoluter Glückspilz, dass du dieses Video gefunden hast, weil ich zeige dir nämlich eine Möglichkeit, wo dir wahrscheinlich noch niemand so gezeigt hat. Und was es mit dieser Seite hier im Hintergrund auf sich hat, werde ich dir jetzt auch in den nächsten Minuten Schritt für Schritt zeigen. Und vor allem ganz wichtig, wie du damit Online-Geld verdienen kannst, ohne Vorwissen, ohne Startkapital. Du brauchst keine eigene Webseite. Und das Beste ist, Traffic wird automatisch für dich erzeugt. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du jetzt gleich von mir. Bevor wir mit der Möglichkeit starten, möchte ich dir aber zuallererst den Kanal vom guten Freund von mir, vom Sven, vorstellen. Sven interviewt verschiedene Arbeitnehmer, Unternehmer, Selbstständige, aber auch Investoren. Und wie er es hier schon sagt, das ist wirklich extrem unterhaltsam und wissenswert. Deswegen schau auf jeden Fall mal beim Sven vorbei. Ich habe dir den Link zu Svens Kanal unterhalb in der Videobeschreibung reingepackt. Deswegen schau auf jeden Fall beim Sven vorbei. Lass ein Abo da und zieh dir auf jeden Fall die Videos rein, weil die sind wirklich extrem unterhaltsam und wissenswert. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Und was ist die Seite appsumo.com überhaupt? Auf appsumo.com finden wir ganz viele verschiedene Angebote. Und es ist wirklich eine wahre Goldgrube, um gute Affiliate-Angebote zu finden, die wir später bewerben können. Wie wir das Ganze jetzt machen, ist eigentlich wirklich simpel. Wir schauen hier einfach mal auf der Seite rum und gucken einfach mal nach einem Angebot, wo uns wirklich zusagt. Ich habe jetzt für euch schon mal ein Angebot rausgesucht, und zwar das hier, Hashtags for Likes. Das hilft im Prinzip Instagram-Konten, neue Abonnenten zu bekommen, und das automatisiert. Wie das Ganze jetzt abläuft, ist eigentlich wirklich simpel. Wenn wir jetzt hier die Seite oder die App gefunden haben auf AppSumo, können wir hier einfach ein bisschen nach unten scrollen, und dann haben wir hier meistens einen Link, wo direkt zu der Seite hinführt. Wenn wir jetzt hier also auf den Link einfach mal draufklicken bei Hashtags for Likes, dann landen wir eben hier auf der Seite, also auf der Webseite von Hashtags for Likes. Und was wir hier machen können, würde ich euch auf jeden Fall immer empfehlen: scrollt hier nach ganz unten auf den Boden, und hier haben wir jetzt zum Beispiel unter dem Punkt Other den Punkt Affiliate-Programm. Hier können wir jetzt einfach mal draufgehen und können schauen, okay, wie sieht das Affiliate-Programm von denen aus? Und wir sehen jetzt hier, dass wir insgesamt 30% Lifetime Revenue kriegen. Das heißt, wenn sich irgendein Kunde ein Paket für 100 € monatlich holt, dann bekommen wir eben jeden Monat 30 € ausbezahlt, solange der Kunde eben drin bleibt. Was meiner Meinung nach schon mal eine extrem geile Nummer ist. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, solche Angebote zu bewerben, wo wir eben Lifetime-Kommissionen bekommen. Und das Schöne ist, wie gesagt, wir können hier die Seite AppSumo nutzen, und wir können hier wirklich tausende Angebote finden mit so Affiliate-Programmen. Deswegen, ihr könnt da wirklich eine wahre Goldgrube finden. So, wie gehen wir jetzt also vor mit dem Punkt Hashtags for Likes? Eigentlich ist es wirklich extrem simpel. Was ich euch empfehlen würde: wir suchen jetzt erstmal einen Blogartikel auf Google, wo es ums Thema Instagram-Wachstum geht. Wir vermarkten ein Tool, wo anderen Leuten hilft, auf Instagram zu wachsen, und dementsprechend wollen wir jetzt erstmal einen Text haben, wo halt genau um das Thema geht. Wenn ihr zum Beispiel irgendein anderes Tool bewerbt oder irgendwie ein Programm im Fitnessbereich vielleicht, dann wollt ihr natürlich nach irgendeinem Artikel schauen, wo es jetzt ums Thema Fitness geht oder vielleicht Abnehmen oder die besten Sportübungen. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will. In dem Fall habe ich jetzt auf Google, bin ich einfach mal draufgegangen und habe einfach mal eingegeben, how to grow on Instagram. Also, wie kann man auf Instagram wachsen oder wie kann man Abonnenten auf Instagram aufbauen? Und dann würde ich euch empfehlen, nehmt nicht die ersten Artikel, wo hier angezeigt werden, weil das sind alles Ads, sondern nehmt einfach die ersten organischen Anzeigen. Also, wie jetzt zum Beispiel den hier oder den hier von Shopify selber. Was wir jetzt hier machen können, ist einfach mal mit einem Rechtsklick die Adresse des Links kopieren. Das heißt, wir haben jetzt einfach mal die URL oben rauskopiert automatisch. Und dann müssen wir auf eine Seite, die heißt printfriendly.com. Auf printfriendly können wir im Prinzip Blogartikel automatisch in PDF-Dateien umwandeln, was meiner Meinung nach wirklich extrem cool ist, weil das spart uns wirklich extrem viel Zeit, jetzt irgendeinen Blogartikel selber zu schreiben, sondern wir können einfach einen vorgeschriebenen Artikel schon mal nehmen, das in eine PDF umwandeln und können da dann später sogar noch unsere Affiliate-Links reinpacken. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir können hier einfach mal den Link von eben einfügen. Dann gehen wir hier auf den Punkt Preview. Und wir sehen jetzt hier schon zum Beispiel den kompletten Artikel. Hier ist jetzt dann zum Beispiel auch noch hingeschrieben, von wo der Artikel kommt. Also, wir haben hier sogar eine Angabe von der Quelle, was immer ganz wichtig ist, wenn wir andere Artikel von anderen Leuten benutzen, dass die Leute eben direkt wissen: ah, okay, der Artikel wurde vielleicht nicht selber von uns geschrieben, sondern der ist von Shopify, vom Shopify-Blog. Und so sieht dann im Prinzip unser PDF-Dokument aus. Ganz wichtig ist auch, die ganzen Links, die irgendwie hier in der Datei eigentlich davor drin waren, wurden automatisch entfernt. Das heißt, hier sind nicht irgendwie irgendwelche anderen Affiliate-Links oder so drin. Das heißt, wir können es dann später noch sehr gut bearbeiten.
Hier können wir dann einfach auf PDF gehen und uns das Ganze eben komplett runterladen später. Hier steht zwar PDF öffnen dran, aber wenn wir jetzt hier einfach auf PDF öffnen klicken, sehen wir schon, dass wir hier jetzt die ganze PDF runtergeladen haben. Deswegen nicht, dass ihr nachher verwirrt seid oder so. Ihr klickt einfach hier oben auf PDF, dann auf PDF öffnen und dann haben wir das komplette PDF-Dokument schon auf unserem PC runtergeladen. Jetzt zeige ich euch noch eine Möglichkeit, wie wir das Ganze selber bearbeiten können und es ist wirklich eine sehr coole Nummer. Und zwar können wir das Ganze auf der Seite seida.com machen und hier können wir dann einfach ein Dokument hochladen. Hier gehen wir jetzt einfach drauf und nehmen einfach das PDF-Dokument, was wir eben gerade runtergeladen haben. Und hier können wir dann eben noch ein paar Call-to-Actions einführen. Was ich euch empfehlen würde, wir suchen jetzt hier einfach mal nach einer freien Stelle, wie jetzt zum Beispiel hier. Und hier können wir jetzt dann zum Beispiel reinschreiben, click here for the best Instagram Growth Tool. Und hier können wir dann eben das Ganze markieren, können hier noch einen Link einfügen und dann haben wir eben, also das Ganze müssen wir dann hier so auswählen und hier können wir dann eben unseren Affiliate-Link einfügen. Wichtig ist, den Affiliate-Link kriegt ihr natürlich von der Seite Hashtags for Likes und wenn ihr euch dann hier unten im Affiliate-Programm angemeldet habt auf der Seite, dann bekommen wir eben unseren Affiliate-Link zugeteilt und den können wir dann eben hier in unser Dokument einfügen. So. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, haben wir jetzt hier ein paar Call-to-Actions drin. Ich würde euch empfehlen, macht nicht nur ein Call-to-Action, sondern macht mehrere. Also macht hier im Prinzip mehrere von den Links rein. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einmal unseren Link drin. Hier könnt ihr den einfügen und das Ganze könnt ihr dann im Endeffekt auch einfach mehrmals kopieren und könnt das Ganze dann im Prinzip hier mehrmals in die Datei einfügen. Wenn ihr mit dem ganzen Ding fertig seid, geht ihr einfach hier auf Apply Changes. Dann wird das ganze Ding fertiggestellt und das könnt ihr euch dann wieder erneut runterladen. Nachdem ihr euch das runtergeladen habt, gilt es jetzt natürlich das Wichtigste zu machen und zwar Traffic auf unsere Seite zu bekommen oder auf unser Dokument besser gesagt. Und da gibt es wirklich eine sehr coole Möglichkeit, wie ihr eben komplett kostenfreien Traffic bekommt und das Ganze auch noch automatisiert. Das heißt, dass ihr nicht jeden Tag posten müsst oder irgendwelche Videos erstellen müsst, sondern ihr nehmt einfach euer Dokument, ladet es auf einer Seite hoch und ihr könnt automatisch Traffic und Besucher auf euer Angebot draufziehen. Die Seite, wo ihr dafür nutzen könnt, ist slideshare.net und auf slideshare.net sind über 70 Millionen Leute aktiv. Wie ihr hier schon sehen könnt zum Beispiel, teilweise kriegen so PDF-Dokumente über 800.000 Views. Das hier hat auch über 200.000 Views, das hier hat 27.000 Views und es ist wirklich extrem einfach, hier ein Dokument hochzuladen. Wir gehen hier oben rechts einfach auf den Punkt Upload. Dann warten wir einen kleinen Moment und dann können wir hier einfach ein Dokument auswählen, wo wir eben hochladen wollen. Hier müssen wir noch verifizieren, dass wir keine Blechbüchse sind und schon haben wir das ganze Ding hier hochgeladen. Wichtig ist hier natürlich einfach noch einen Titel zu nehmen. Hier könnt ihr einfach den Titel nehmen, wo wir eh schon eingefügt haben. Dann müsst ihr hier noch eine Kategorie auswählen. In dem Fall nehmen wir hier vielleicht einfach Business. Hier ist dann wichtig, noch eine Beschreibung reinzumachen. Mit ein paar Keywords, also wichtig ist, einfach ein paar Keywords einfügen hier und halt einfach eine Beschreibung, wo Leute wirklich dann das Ganze auch finden können. Hier ist noch ein paar Tags einzufügen, in dem Fall jetzt zum Beispiel Instagram, Social Media, je nachdem, was halt ihr für ein Thema habt. Je mehr Tags und je länger eure Beschreibung ist, desto größer wird euer Score und desto leichter können andere Leute eben euer Dokument finden. Wenn ihr damit zufrieden seid, geht ihr einfach unten auf Publish und ihr habt das ganze Ding automatisch hochgeladen und Leute finden im Prinzip euren Artikel und können sich dann das PDF-Dokument durchlesen, komplett kostenfrei und können auf eure Affiliate-Links klicken und wenn jemand sich das Tool kauft, könnt ihr damit natürlich Geld verdienen. Wichtig ist natürlich, ladet nicht nur ein oder zwei Dokumente hoch, sondern ladet am besten jeden Tag 10, 15, 20 solcher Dokumente hoch. Ihr habt gesehen, wie leicht das Ganze geht. Es ist wirklich extrem easy und extrem schnell umzusetzen. Deswegen schaut euch auf jeden Fall die Dokumente an. Ladet einige Dokumente hoch und je mehr ihr hochladet, desto schneller könnt ihr logischerweise auch Traffic generieren. Und falls du nach einer seriösen Möglichkeit suchst, wie du mit Sportwetten 300 Euro, 150 Euro oder vielleicht sogar 500 Euro mit nur einer einzigen Wette verdienen kannst, dann schau auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich dir das Ganze verlinkt, das Geheimnis von den amerikanischen Sportwetten-Profis. Wie du wirklich 3, 4, 5 oder sogar 10.000 Euro jeden Monat verdienen kannst und das Ganze nur mit Sportwetten. Hier wird sogar gezeigt, wie du risikofrei 1.000 Euro mit Sportwetten verdienen kannst. Das heißt, du hast wirklich 0% Risiko und kannst nur zu 100% gewinnen. Deswegen schau auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung vorbei.
Da habe ich dir das Ganze verlinkt. Ist wirklich ein absoluter Kracher. Aktuell ist es noch im Sonderangebot. Deswegen, falls du ein Schnäppchenjäger bist, dann schau auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung vorbei. Sicher dir das Ganze und du kannst schon heute anfangen, mit Sportwetten lukrative Einnahmen zu generieren. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche dir viel Erfolg mit der Methode. Bis zum nächsten Mal. Euer Luke. Macht's gut. Ciao, ciao.